Literatur im Foyer mit Felicitas von Lovenberg. Herzlich willkommen zu Hause und hier in Mainz. Wir verdanken ihm berühmte Werke wie Ein fliehendes Pferd, Brandung, Der Lebenslauf der Liebe oder zuletzt Muttersohn. Ob Liebe und Ehe, Alter und Glauben, deutsche Befindlichkeiten und deutsche Sorgen, kein anderer deutscher Schriftsteller versetzt uns seit einem halben Jahrhundert so zuverlässig in Wallung wie Martin Walser. Jetzt wird er unglaubliche 85 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Martin Walser ist einer der wichtigsten Schriftsteller, die wir haben. Seine Produktivität ist beispiellos. Er scheint um sein Leben zu schreiben, um sein Überleben. Sein Gedächtnis ist immens. Seine Genauigkeit in der Betrachtung von dir, mir und uns, von menschlichen Verhältnissen und Unverhältnissen ist unerreicht. Seine sprachliche Risikobereitschaft beispielhaft. Er geht in jeder Hinsicht aufs Ganze. Kurz, Martin Walser ist ein Dichter. Um Martin Walser zu feiern, habe ich mir drei Gäste eingeladen, die den Autor und sein Werk hervorragend kennen. Ich begrüße meine Kollegin von Literatur im Foyer, Thea Dorn, den Literaturkritiker Martin Lüttke und Dennis Scheck, bekannt aus dem Deutschlandfunk und Druckfrisch. Ja, wenn wir auch zu einzelnen Aspekten im Werk und Leben von Martin Walser unterschiedlicher Ansicht sein mögen, dann glaube ich, können wir heute zumindest damit beginnen zu sagen, dass wir uns darin einig sind, dass die deutsche Literatur ohne Martin Walser weder sinnvoll noch denkbar noch schön wäre und dass wir ihn dringend brauchen. In Abwandlung eines Wortes von ihm selbst könnte man aber auch sagen, wir sind heute Abend hier, nicht um wie andere über Walser zu sprechen, sondern über unseren Walser. Denn eigentlich hat im Falle Walser jeder seinen eigenen. Und Frau Dorn, am Anfang wüsste ich einfach gerne mal, gibt es eine bestimmte Begegnung mit Martin Walser, an die Sie sich besonders gern oder besonders ungern erinnern? Eigentlich nur gern. Also wir haben ja mittlerweile 5, wenn man die Arte-Sendung mitzählt, sogar 6 Stunden Fernsehen zusammen gemacht, was ja dann doch nicht ganz wenig ist. Und ich erinnere mich noch in der allerersten Sendung, in der bei mir war, die ich dann alleine moderiert habe, das war 2005. Da ist sein erster Band mit den Tagebüchern erschienen. Und ich ging ihm offensichtlich schwer auf den Wecker, weil er hielt einen großen Vortrag über die Einsamkeit des Schriftstellers. Und ich dachte, damit das Publikum das ein bisschen einordnen kann, gebe ich doch mal den Hinweis, dass immerhin schon der Martin Walser jener Jahre eine Familie hatte und Vater von 2 Töchtern war. Daraufhin guckt er mich also vollkommen entsetzt an und sagt, hast du Familie? Sage ich in der Form nicht, nein. Und dann sagte er den charmanten Satz zu mir, dann halt's Maul. Die Anekdote ist an der Stelle allerdings noch nicht ganz zu Ende, weil ich dann irgendwie, ich glaube, ich war die Einzige im Saal, die nicht entsetzt raunte, sondern ich dachte, gut, wer austeilt, muss auch einstecken können. Woraufhin ich dann sagte, Herr Walser, jetzt gibt es zur Strafe einen kleinen Gedächtnistest und fragte ihn, ob er sich noch erinnert, was am 23. März 1952 passiert sei. Immerhin ging es um Tagebücher. Guckt mich wieder an und sagt, da ist meine Tochter Johanna geboren. Einen Tag vor ihm. 23. März? Nee, das muss die Älteste sein, genau, die Franziska. Genau, ja, hat einen Tag vor ihrem Geburtstag, da ist Franziska geboren. Ich sage, Herr Walser, warum steht denn das nicht in Ihrem Tagebuch? Sagt er, ja, was hat denn das in dem Tagebuch verloren? Naja, so kann man es wiederum auch nicht sagen. Die Geburt ihrer zweiten Tochter, eben jener Johanna, die steht sehr wohl in ihrem Tagebuch im April 57. Und dann kam der legendäre Satz, aber doch nur, weil ich selbst im Krankenhaus lag. Das war meine erste intensive Begegnung mit Martin Walser und seinem Werk. Herr Lüttke, Sie kommen ja sogar als Figur in einem walserschen Roman vor, nämlich in Brandung. Was bitte muss man tun, damit es so weit kommt? Im Grunde genommen gar nichts. Im Grunde genommen muss man nur das schreiben, was man denkt.
Und dann kann man das Pech haben, dass er es übel nimmt. Und das hatte ich. Ich kam selber aus den USA zurück. Und ein Kollege von Ihnen, der hat mich, FAZ-Redakteur, der hat mich angerufen und hat gesagt, hast du schon Seite 187 Brandungen gelesen? Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Gucken Sie mal nach. Da gibt es einen Professor W. Martin Littlewood. Lütke heißt im Grunde genommen auf Plattdeutsch auch klein und da ist nun gleich klein Holz draus gemacht worden. Das fand ich ja auch noch einigermaßen in Ordnung. Und dieser Professor hat ein Mädchen, Carol hieß die, ich glaube im Buch heißt sie auch, er heißt sie Carol, den echten Namen habe ich vergessen. Die hat mir nämlich die Tür aufgemacht zum Haus, was wir da bewohnten, von Leo Löwenthal in Berkeley. Und Wunder, ein richtig bildhübsches Mädchen. Und der habe ich, wie Martin Littlewood, auf 5 Seiten 77 Fehler angestrichen. Können Sie sich vorstellen, wie kleinkariert so jemand sein muss, der das ist. Und ich komme an den Bodensee, wahrscheinlich Fernsehinterview, frage Walser, sagen Sie mal, Herr Walser, warum denn sowas, dass man nun auch richtig erkennen kann. Und ein Adlatus Ihres Freundes Reich-Ranitzky macht mich auch sofort gleich aufmerksam. Und da sagt er, ich habe keine andere Möglichkeit, mich zu wehren. Das ist meine Art, mich zu wehren. Aber Sie haben Lord List überhaupt nicht gelesen. Also natürlich habe ich das gelesen. Ja, und dann gibt es da einen sogenannten Metropolenprofessor, der am Bodensee sitzt, auf jemanden wartet, der ihn ein bisschen versetzt hat und vor lauter Dusseligkeit seine Brille zerbricht. Das sind auch Sie? Das soll ich auch sein, denn ich habe mir dann das Jackett, was er genau beschrieben hat, zu Hause angeguckt und es war sehr genau beschrieben. Herr Scheck, jetzt wissen wir, also Martin Walser ist nicht zimperlich im Umgang mit Kritikern. Haben Sie denn Grund zur Klage, wenn Sie sich erinnern, oder lauter gute Erinnerungen? Ich habe lauter gute Erinnerungen, muss ich sagen. Ich auch. Allerdings. Naja, ich wüsste nicht, ob mir so wohl wäre. Vielleicht steht es uns allen ja noch bevor, in einem Walserwerk zu kommen. Ich habe links und rechts einstmalig eng mit Martin Walser befreundete Kritikerkollegen da niedersinken sehen, weil es doch zu einem Zerwürfnis kam, früher oder später. Insoweit, dass mit ihm auf Dauer nicht immer nur gut Kirschen zu essen ist, ist klar. Meine Walser-Anekdote ist eigentlich ein bisschen eine andere. Ich habe mal anlässlich von Angstblüte, einem Roman, den ich hochschätze, ein Schiff am Bodensee gemietet, weil wir auf diesem Schiff drehen wollten. Und ich dachte, das ist doch ideal, stellte mir allerdings was Kleines vor. Was Kleines war nicht zu bekommen. Wir haben so eine Traumschiffkulisse dann zum Schluss gehabt. Also einen größeren Passagierdampfer. Und es war ein strahlend schöner Frühsommertag. Und ich bat ihn, kommen Sie doch zu der Anlegestelle in Meersburg, da liegt unser Schiff und dann können wir da drehen. Und er sagte, das geht aber nicht, beziehungsweise das ist schwer, da muss ich ja über den Platz am Hafen. Und ich begriff überhaupt nicht. Und er sagte, gehen Sie mal auf den Platz, dann werden Sie schon wissen, was ich meine. Und ich hatte vergessen, ich hatte es mal gelesen, da steht ein Denkmal des Reiters über dem Bodensee von dem Peterlink, von Überlingen, nicht Meersburg. Ja. So, und von dem Peterlink und der... Dieser Bodenseereiter trägt also die Gesichtszüge von Martin Walser. Und er will, ich finde es ein brillantes Denkmal, aber ihm gefällt es offenbar nicht. Er will nicht über diesen Platz gehen, aus naheliegenden Gründen. Also, er kam dann trotzdem mit sehr, sehr guter Laune, aber er ging einen Umweg, um dieses zu Lebzeiten gesetzte Denkmal zu vermeiden. Also meine Erinnerungen sind nicht so spektakulär, aber ich erinnere mich ganz genau, wie ich Walser das erste Mal, also als leibhaftige Gestalt und nicht nur so als Mythos wahrnahm. Das war nämlich 2002 und ich war gerade ein Jahr Literaturredakteurin und war aber wirklich noch viel nasser hinter den Ohren. Und es starb Siegfried Unselt. Und bei dieser Beerdigung in Frankfurt, da kam ja nun wirklich das gesamte literarische Leben. Und ich hatte das Glück, dass mich Michael Krüger an seinen Arm nahm und mich sozusagen auf dieser Beerdigung mitführte. Und er stellte mir praktisch jeden Menschen vor und sagte, das ist übrigens der und da ist Amos Oz und da ist jener. Und ich stand immer daneben und war total beeindruckt. Und plötzlich kommt eine Gestalt so in wehendem Mantel, wehende Haarpracht, schon von hinten mit dem Hut und dreht sich um und die beiden tauschen. Und das war wirklich, ach,
das ist der Walzer. Da musste man dann irgendwie nichts mehr sagen. Und so sehe ich ihn bis heute vor mir, so das Inbild, Sinnbild von Vitalität und Kraft und Energie und... Also, meine Damen und Herren, er sieht gut aus und er riecht wahrscheinlich auch gut. Das können wir dazu kann ich nicht aber sagen. Aber wir müssen unbedingt noch zwei Sachen erzählen. Nämlich das eine, was, glaube ich, alle, die ihn persönlich kennenlernen, jedenfalls als Medienmenschen, als Journalisten, als Literaturkritiker, Walzers Angewohnheit, in das alemannische Du zu verfallen, obwohl wir per Sie sind. Plötzlich heißt es, spinnst du. Spinnst du. Ja. So. Und das Zweite ist, touch me, er hat die Angewohnheit, einen zu boxen. Das heißt, die Nähe zu Martin Walzer ist ein hart erkauftes Privileg. Man bezahlt mit blauen Flecken. Und ich werde nicht der Einzige sein, der nach einem sehr schönen Tag mit Martin Walzer am nächsten Morgen grübelnd auf seine Oberarme blickt und sagt, was habe ich dir eigentlich getan? Aber ich glaube, Herr Scheck, das habe ich nämlich einmal hier vorne. Dieses Knuffen, dieses Puffen. Aber so richtig Puffen, das ist die versteckte Rache. Das ist dann das, als wir uns wieder mal versöhnten nach einer langen Pause, kam er da rein. Ich musste ihm über Unselt anfragen lassen, ob er zu einer Sendung hierher kommt. Er schrieb eine E-Mail, einen Fax schicken. Dieses Fax kam zurück, stand drauf, ja, weiter nichts. Er kam zur Tür rein und wumms. Und das war wirklich, ich bin einen Schritt zurückgewankt und habe dann gemerkt, danach war alles in Ordnung. Und das ist nämlich mit Sicherheit auch so. Er schlägt wohl Frauen nicht. Nein. Aber mein Vater war ja Boxer. Hat denn jemand schon mal versucht, zurückzuschlagen? Meines Wissens nicht. Keine Anwesenden jedenfalls. Aber jetzt wollen wir uns mal dem literarischen Werk zuwenden und vielleicht einfach mal am Anfang anfangen, nämlich bei Ehen in Philippsburg, dem ersten Roman, erschienen nach dem Erzählband 1957. Herr Scheck, wie viel von dem späteren Walzer steckt denn da eigentlich schon drin? Einiges steckt drin. Er ist in Ehen in Philippsburg, dieses Philippsburg ist natürlich ein dürftig verhülltes Stuttgart. Er ist da schon der Autor mit dem hellwachen Blick für gesellschaftliche Verhältnisse. Das Interessante sind ja zwei Phasen in der deutschen Literatur und in der amerikanischen, in meinen Augen, nämlich, dass Martin Walzer 1957 die Entscheidung trifft, von Stuttgart wegzugehen, aufs Land. Und wenige Jahre später entscheidet sich John Updike, New York zu verlassen, obwohl er da der gefeiertste Autor der amerikanischen Gegenwartsliteratur ebenfalls aufs Land zu ziehen. Und dann schreiben die und schreiben über das Leben in den Städten. Und Martin Walzer mit ab dem Roman Ehen in Philippsburg ist natürlich der große Stuttgart-Chronist, der aber durch die Distanz vielleicht den genaueren Blick darauf hat. Das ist ein Milieu der Aufsteiger. Das sind Menschen, die nach vorne kommen wollen. Das sind Menschen, die samt und sonders ihre Frauen betrügen. Das sind die kleinen, gebrochenen Gestalten. Das sind aber eben auch diejenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem sogenannten Dritten Reich, eine eigene Identität suchen. Und im Grunde, für mich war Ehen in Philippsburg fast so was wie eine Betriebsanleitung für diese Stuttgart, in dem ich selber aufwuchs. Das funktionierte auch im Abstand von 30 Jahren, also in den 80er Jahren, noch sehr, sehr gut. Wie ist es denn mit den Protagonisten? Also wir haben ja diesen aufstrebenden Journalisten Hans Beumann in dem Buch, der zwar sich da so angliedert, aber der doch ziemlich Karriere macht. Ist das jetzt dann doch schon Vorläufer von den ganzen Scheiterern und Zauderern und den Beschädigten, die wir dann später haben, also von Anselm Christlein und von Helmut Halm und von den beiden Zürns? Oder ist der sozusagen noch positiver gezeichnet in seiner Karriere? Also positiver würde ich nicht sagen, aber das ist möglicherweise einer, der noch die zynischere Hoffnung hat, er könne da wirklich dauerhaft mitspielen. Also die Figuren in den späteren Romanen, denen ist ja eigentlich von Anfang an klar, sie sind Abgehängte und aus ihnen wird auch nichts mehr in dem System. Und dieser Beumann, also eben dieser Junge, hat irgendwie noch die Idee, wenn er kapiert, wie die Codes funktionieren, wenn er das alles mitspielt, dann könnte was aus ihm werden. Also die vielleicht im Blick auf das spätere Werk typischere Figur ist dieser erfolglose Schriftsteller Klaff, heißt er, glaube ich, der im selben Haus zur Untermiete wohnt, wo die Hauptfigur oder der Hauptheld, der Beumann, lebt und der sich ja dann umbringt und sein nicht gedrucktes Werk
eben jenem Bäumann vermacht. Also das ist dann eher schon eine Figur, wie man sie in vielen anderen Walser-Romanen, in Tod eines Kritikers, wo es diesen erfolglosen Mani Mani gibt, in Muttersohn, also in vielen Walser-Romanen tauchen diese Schriftsteller auf, die schreiben müssen, von der Gesellschaft aber einfach nur für irre gehalten und nie gedruckt werden. Also das ist für mich eigentlich schon fast die allerwalserste Figur. Und natürlich ist eben in Philippsburg bereits das erste Mal, Dennis Scheck hat es ja gesagt, wo das große Thema des Seitensprungs ist das falsche Wort, weil es geht nicht um einen Seitensprung, sondern um die Lebensform. Was bedeutet die Art von Wahrheit und Beziehung in der Lüge und wann wird die Lüge eigentlich die Wahrheit? Also diese Komplexität, die ja durch das ganze Walser-Werk jetzt seit bald 50 Jahren geht, die ist da zum ersten Mal richtig aufgestellt. Da ist Walser bei Ihnen in Philippsburg, aber natürlich auch noch ganz nah, sagen wir mal, der französischen Tradition eines Balzacs. Also da ist das Faszinosum der großen Stadt, der verlorenen Illusionen ein bisschen, das ist ein Muster, das man durchscheinen könnte, gar nicht so sehr wie die kurz davor entstandene Dissertation über Kafka, sondern das ist noch der große, breite deutsche Gesellschaftsroman. Ja, Dissertation über Kafka, das ist ja ein Flugzeug über ein Haus sozusagen abgearbeitet, glaube ich, in den ersten Erzählungen von ihm. Was mir da jetzt in Philippsburg aber schon aufgefallen ist, dass der Bäumann so Art noch ein ungebrochener, positiver Held sozusagen ist, mehr oder weniger, aber die Gesellschaft um ihn herum schon die Skepsis hat, ob das einer ist, der zu uns gehört. Und da ist schon dieser genaue Blick, da ist auch schon dieses gesellschaftskritische Moment angelegt, was er später in die Figuren sozusagen hineinverlegt. Wann ist denn Walser eigentlich, und da dachte ich vor allen Dingen an Sie, weil Sie ihn eben schon so lange kennen und beobachten, wann ist Walser denn sein Fortschrittsglaube oder überhaupt sein Optimismus abhanden gekommen? Oder hat er den einfach nie gehabt? Also dieses Ringen um Anerkennung bei gleichzeitigem Sagen der Helden, das ist im Grunde genommen nicht zu haben. Und das Leben, was wir führen, ist eben halt das falsche Leben. Gibt es da auch vielleicht einen biografischen Einschnitt oder war das eben Anfang an immer da? Das glaube ich nicht. Ich glaube, von Anfang an waren bei Walser ein paar Grundthemen. Die Scheiternden an der Gesellschaft und an sich Scheiternden, die ihren Weg Suchenden, aber immer die Verlierer. Er hat immer diese Orientierung sozusagen an den Figuren Robert Walsers auch gehabt. Und diese Linie von Kafka aus bis zu Robert Walser gezogen, was ich in seinen Frankfurter Vorlesungen über Ironie sehr deutlich zum Ausdruck bringt und sich da sehr deutlich zeigt. Und er hat diese gebrochenen Helden von Anfang an gehabt. Sie haben es ja jetzt eben erwähnt, da war es der Schriftsteller. Aber das wird dann der Typ, den er beschreiben will. Er möchte eine Erfahrung des Mangels beschreiben. Und das fängt sehr, sehr früh an. Das ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort, was sich durchzieht bis zu dem allerletzten Buch, jetzt diesen quasi theologischen, wo das als Theologie oder als Religion gedeutet wird, nicht als Theologie, als Religion gedeutet wird. Der wenigen Dinge, finde ich, wo Walser sich wirklich, wo man sagen kann, er wiederholt sich, nicht im negativen Sinne, sondern diesem Thema. Nee, er schließt an und schließt das noch ein Stück weiter auf. Da nicht, ich glaube, der größte Wandel, wenn man sich diesen Walser durch diese 50, 60 Jahre anguckt, ist doch, dass er vielleicht in der Phase, wo er heute über sich selber ironisch sagt, da war ich wohl mal links, also bis irgendwie in die 70er hinein noch glaubte, diese Demütigungserfahrungen, diese quasi Geächteten, Beleidigten, das wäre ein gesellschaftliches Gerechtigkeitsproblem und in einer gerechteren Gesellschaft kämen die zu ihrem Recht. Das hat er vielleicht, also er war nie ein linientreuer Kommunist, das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, was über ihn kursierte, selbst in den Zeiten, wo er DKP-nah war. Aber er hatte, wenn ich ihn richtig lese, doch mal am Anfang noch stärker die Hoffnung, man könne das quasi zu einer, wie soll man sagen, sozialen Gerechtigkeitsfrage machen. Und im Laufe der Jahre, und ich finde, da wurde er zunehmend noch spannender, ist klar, das ist ein existenzielles, ein Problem der menschlichen Conditio, wie er es ja auch eben in Rechtfertigung in seinen Texten beschreibt. Hier haben wir aber in den Ehen in Philippsburg noch ganz klar den Chronisten einer verblüffend rigiden Klassengesellschaft, wo es ganz klar um die Codes, um die Distinktionsmerkmale geht, wer reinkommt, wer nicht reinkommt, wer bestimmt das, was muss man an sozialen Fertigkeiten mitbringen. Das ist ja auch wunderbar beschrieben, zum Beispiel in diesem Zimmerroulette-Beispiel da im Roman. Aber hier ist es doch noch sehr stark materiell grundiert. Ja, da geht es um Aufstieg. Das sind nicht die ganz großen philosophischen Gewichte, die da gestoben werden, sondern das verschiebt sich ja, diese Mangelerfahrung.
Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig auch noch zu betonen, dass das ungefähr 10 Jahre nach dem Krieg geschrieben wurde. Eine Gesellschaft etablierte sich erst langsam wieder. Es war noch einiges im Fluss und er beobachtet genau die Strömungen, die es da gab. Teile der alten Gesellschaft, die sich sozusagen vom Kaiserreich über den Faschismus bis in die Nachkriegsgesellschaft durchgezogen haben. Und dann das Neue, was reinkommt, dass so ein Bäumann überhaupt in Betracht kommt, damit einbezogen zu werden. Das ist für mich da das Neue. Und ich glaube nicht, dass es bei Walser da wirklich einen Bruch gibt in der Kontinuität seines Werks. Ich würde das fast als ein Buch aus vielen Kapiteln lesen. Nur, wo Sie völlig recht haben, die politischen Stellungnahmen, die politische Haltung, die hat sich drastisch verändert zum Teil, aber die hat sich in seinen Äußerungen, in seinen Reden, in seinen Vorträgen, in seinen Interviews vor allem geändert, nicht so sehr in den Büchern. Wenn man da würde ich Ihnen recht geben, aber wenn man zum Beispiel sowas nimmt wie das Hörspiel, das kennt wahrscheinlich heute keiner mehr, Die Dummen, was aus demselben Jahr ist von 57 wie Die Ehen in Philippsburg, und wenn man da noch mal reinhört, das klingt doch sehr wie Brecht, weil, also das ist ganz klar sozusagen, die oben sind die, die das Fressen haben, und die unten sind die Armen, die nichts haben. Also das ist doch sehr agitprop-mäßig. Von der Seite haben Sie recht, ich würde Ihnen sagen, recht geben, in seinen Romanen ist diese Kontinuität ganz stark spürbar. Mhm. Und, aber in diesen anderen Genres, ich meine, er hat ja angefangen als Hörfunkredakteur, war ja die ersten Jahre seines Berufslebens beim Hörfunk tätig und hat zahlreiche Hörspiele geschrieben. Und da sind doch sehr viele dabei. Wir hatten ja eine Veranstaltung vor ein paar Monaten mit ihm gemacht, wo er willkürlich aus seiner Werkausgabe auf Zuruf Seiten lesen musste. Und da fand er das sehr komisch, als er ausgerechnet in dieses Hörspiel Die Dummen geriet. Und man hatte den Eindruck, das ist ihm doch gewissermaßen fremd geworden. Was mich so kapiert hat, ist, dass das Enel Philippsburg schon einfach sprachlich, also wie viel von dem Walser, der so unverkennbar ist. Also ich habe das gelesen und das ist faszinierend, weil man liest es eigentlich nicht als Zeitdokument, was man ja denken könnte, wenn man jetzt so hört, wie die Gesellschaft damals war und Stuttgart und geschlossene Kreise. Also natürlich denkt man sich als Nachgeborene, ach interessant, ja, ich fühle, wie es damals gewesen sein könnte, so ein Lebensgefühl. Aber vor allen Dingen ist diese Sprache schon da und da erkennt man ganz viel wieder. Das hat mich sehr berührt. Haben Sie kein Problem mit den Frauenfiguren in diesem Roman heute? Nein, ich habe keine feministische Lektüre an. Passive Figuren? Nein. Nee, es ist ja nicht, ist ja nicht gänzlich untypisch, sagen wir mal so. Also Walser, nein, ich will damit nur sagen, bei Walser sind die Frauen zwar stehen gewisserweise immer nah am Mittelpunkt, aber er hat noch nie, glaube ich, überhaupt eine Frauenfigur. Doch, ja, in dem einen Buch, diesen Düsseldorf-Roman. Susi Gern. Vergessen wir nicht Joni Jetter, ihre Kollegin vom Fernsehen. Aber wenig insgesamt. Oder die starken Frauen in Muttersohn, über das ich nachher reden werde, da gibt es schon, aber einen Autor, der selber so wunderbare Formulierungen wie die schwerelose Grausamkeit eines Männerhirns verwendet und den Betrüger sich selbst fragen lässt, warum werde ich mir eigentlich nicht selbst widerlich, der weiß sehr genau, was er tut. Und deshalb ist es eine sehr kluge Beobachtung zum Geschlechterkampf. Aber jetzt springen wir mal etwas vor, nämlich zu Ein fliehendes Pferd. Das erschien 1978 und das war der Moment, wo Walser nach der Anselm-Christlein-Trilogie, die ja irgendwie was Ausuferndes hatte und unglaubliche wirklich Panoramen entwarf, kommt da diese schmale Novelle und wird ein Bestseller. Was war das Geheimnis? Also wie erklären Sie sich den Erfolg, Herr Scheck, den das Buch damals hatte? Das ist ganz einfach. Ich habe das auch damals gelesen. Da war ich 13, 14 Jahre alt und ich war auch damals hin und weg. Das ist einfach ein wahnsinnig gutes, starkes Buch, eine Novelle über zwei Lebenskonzepte, die sich vexierbildhaft dreht. Ja, man hat das Gefühl, da ist dieser wunderbare Schriftsteller, der sagt, Mensch, du musst mal hier morgens um 5, wenn die Vöglein singen und ich hier meine Texte schreibe, diese Freiheit empfinden. Und wir erfahren dann später in der Novelle tatsächlich, wie mies, wie fies dieser Alltagskampf ist, diese Existenzängste. Andererseits ist es so entschlackt und
toll gebaut, gerade wenn man die früheren Romane, die Anselm Christlein-Trilogie, genau, kennt, die ja nun ganz große Sprachexerzitien waren, wo wir eine Kritik hatten von Friedrich Sieburg, ja, der sagte, ich bin fast an diesem Buch gestorben, nur die Sprache hat mich weitergeleitet. Und dann kommt so ein Wurf, das ist ja im Grunde eine Neuerfindung von Martin Walser, wie Sie kühne Parallele zu sehen, der Philip Roth vielleicht auch durchgemacht hat, gerade mit seinen etwas schmaleren Büchern. Und hier ist es eben ein gesellschaftliches Panorama. Studienrat trifft Freiberufler, trifft all die abgelegten Lebenspläne, die wir doch alle auch in unserem Herzen hegen. Also die berühmten Was-wäre-wenn-Gedankenspiele, die wir unablässig anstellen, wenn man sich für die andere Frau, den anderen Mann entschieden hätte, für die andere berufliche Option. Und das ist so perfekt. Man kann höchstens vielleicht so was Lehrbuchhaftes vorwerfen, aber dafür ist es von der Atmosphäre her zu stimmig. Auch durch die Bodensee-Atmosphäre, das ist also der beste Walser, den man sich vorstellen kann. Aber es klingt jetzt ja eben doch so, als würde man sagen, naja, diese Anselm Christlein-Romane, die waren eben, da war sozusagen von allem zu viel da. Zu viel sprachüberbordende Energie, zu viele Figuren, zu viele sozusagen monologhafte Szenen. Herr Lüttke, stimmen Sie zu? Ist das jetzt hier? Ich meine, Walser hat das Buch ja irgendwie innerhalb von wenigen Wochen geschrieben und hat selber damals ja gesagt, es ist eigentlich eher ein Nebenwerk. Und plötzlich sagen alle, das ist jetzt eben durchgearbeitet, da hat sich jemand mal Zügel angelegt. Ich möchte aber noch einen anderen Gesichtspunkt mit hervorheben. Dieses Buch und der Erfolg dieses Buches liegt unter anderem auch daran, dass das ein Meisterwerk als Meisterwerk in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die für kluge Köpfe gefeiert darauf wurde. Darauf wollte ich noch hinaus. Und das Buch vorher, Jenseits der Liebe, es lohnt sich nicht, auch nur eine einzige Seite zu lesen. Reich-Wanitzky hat damals gesagt, das fliehende Pferd ist deswegen so gut, weil Walser auf mich gehört hat. Und das ist, um das bescheiden zu sagen, ist das ein kleines bisschen überheblich gewesen. Aber das ist etwa so, wie wenn der Moderator des Wetterberichts sagt, das Wetter heute ist so gut, weil ich gestern das Gewitter verdammt habe. Also das ist doch ein bisschen alt. Das ist das eine. Und interessant finde ich eben daran, weil wir über Kontinuität schon sprachen, die Kontinuität, wenn man mal diese beiden Bücher vergleicht, die unterscheiden sich in ganz gering nur. Bisschen andere Thematik natürlich, Jenseits der Liebe. Es ist noch ein stärkerer sozialkritischer Hintergrund, den Reich-Ranitzky auch geärgert haben dürfte. Aber stilistisch, vom Format her, von der Durcharbeitung her, sind die sich ziemlich ähnlich, diese beiden Bücher. Und das fand ich so verblüffend daran. Richtig ist das natürlich, dass es ein wunderbar durchgearbeitetes, durchkonstruiertes Buch ist. Die hat nur Lobeshymnen gekriegt. Sie haben, glaube ich, damals keine geschrieben. Ich habe danach später darüber geschrieben und wollte das jetzt gerade sagen. Dass einer, der keine geschrieben hat, war Joachim Kaiser in der Süddeutschen Zeitung. Dem war es zu perfekt, dem war es zu sehr sozusagen aus dem Baukasten gemacht und die Figuren zu schematisch angelegt. Das ist eine Kritik, die kann man, und wenn man es von heute aus betrachtet, kann man die Kritik akzeptieren. Aber ich glaube, die muss man nicht akzeptieren. Das ist wirklich ein ziemlich perfektes Buch. Da braucht man nicht dran rumzumäkeln. Also ich kann verstehen, dass Walser an dieser Hymne auf einmal von Ranitzky irrer, noch irrer wurde als am Verriss, den er 2 Jahre vorher geschrieben hat. Weil, also Sie haben ganz zu Recht darauf hingewiesen, ich finde auch, der Abstand zwischen Jenseits der Liebe und Ein fliehendes Pferd, der ist nicht, da liegen keine Welten dazwischen. Und dass der eine nun also sozusagen, da wird draufgehauen mit belanglos, keine Seite, irgendwas. Und im nächsten wird dann der Wettergott schleudert den anderen Blitz und sagt, jetzt lasse ich aber die Sonne aufgehen über dir, o Walser. Dass das eigentlich die noch viel schlimmere Demütigung ist, das kann ich als Selbstschriftstellerin vollkommen verstehen. Und damit sind wir absolut im magmaheißen Zentrum von Walsers Werk. Weil wenn es irgendetwas gibt, worüber er über Jahrzehnte nachgedacht, geschrieben hat, dann doch über die entsetzlichen Auswirkungen von solchen Abhängigkeiten, von Konkurrenzverhältnissen, des Ausgeliefertsein. Mein Lieblingssatz von Walser, wer Geld verdienen muss, muss sich beleidigen lassen. Ja? Darum geht es ja. Also, dass er, der angeblich freie Schriftsteller, der einer Macht, egal ob das jetzt die von Marcel Reich-Ranitzky oder überhaupt ist, unterliegt, ja, die aus dem, was er da spinnt, mal sagt, das ist nun reines Gold und dann ist es mal wieder Stroh. Das ist für ihn natürlich unaushaltbar. Und das ist für jeden nach Freiheit strebenden Menschen. Das ist fürchterlich. Das ist doch dieser permanente Kampf um Anerkennung.
den er führt. Den, glaube ich, alle Autoren führen. Nein, nicht alle Autoren, den wir alle im Leben auch führen. Das geht bis in die privatesten Beziehungen hinein, dass es immer ein Kampf um Anerkennung ist, um das es geht. Und das ist Walsers zentrales Thema. Von Anfang bis Ende gewesen, und das ist es heute noch. Da, um Anerkennung zu kämpfen, im Brief an Lord List gibt es diese wunderbare Szene, wo sozusagen, nicht meine, jetzt meine ich, wo sozusagen Uwe Jonsson als List in die Firma eintritt und dann das passiert, was ich glaube, dass es Walser auch in seinen Tagebüchern beschrieben hat, weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau, Silvesteranrufe, nicht Silvester, Neujahrsanrufe, Neujahrsmorgen, Unselt hat noch nicht angerufen, Walser ruft bei Jonsson an, es ist besetzt. Walser ruft bei Unselt an, es ist auch besetzt. Er weiß also, der wird zuerst angerufen. Also hat die Gunst gewechselt. Immer und das einer ist, besser. Und das ist Gernhardt. Immer einer besser als ich. Aber das ist dieser Kampf. Und das ist ein Kampf, den man jetzt nicht als private Anekdote abtun muss, sondern das ist das Zentrale. Das ist von Hegel an ist das ein zentrales Thema unserer Philosophie gewesen und geblieben. Von Hegel bis Honneth, könnte man sagen. Ja, aber ist dieser Kampf ja auch niemals vorbei. Also mit jedem natürlich neuen Buch, ja. Und da Walser ja in der Realität unglaublich ja produktiv ist, in der Realität auch nicht. Und eben die Abhängigkeit, die ist aber dann, glaube ich, doch, habe ich den Eindruck, und vielleicht können wir jetzt dabei einsetzen, weil wenn es um unsere Lieblings-Walser-Werke geht, also Mutter, so, ich habe den Eindruck, die Abhängigkeit ist dann doch bei Walser von dieser Art Anerkennung ist irgendwie vielleicht doch geschrumpft in den letzten Jahren. Ja, also da kann man eigentlich nahtlos weitermachen. Also das ist, glaube ich, auch das Zentrum der walserschen Zerrissenheit. Also einerseits dieses so angewiesen sein auf Anerkennung, darauf eben nicht beleidigt zu werden, dass ihm literarische und sonst wie Gerechtigkeit ja ist wahrgenommen werden. Und gleichzeitig, also Martin Lüttke hat es ja schon angesprochen, diese Vorlesung über Selbstbewusstsein und Ironie oder letztlich auch schon seine Kafka-Promotion ganz früh, immer dieses Ideal in der Selbstverneinung, im Moment der größten Demütigung eigentlich ganz bei sich sein und die größte Harmonie finden, was ja nun die radikale Gegenbewegung ist. Aber jetzt hat ja nun jeder von uns ein Lieblingswerk von Walser dabei. Frau Dorn, mögen Sie anfangen? Genau, dann fangen wir sozusagen mal von hinten an, weil das ist der jüngste Walser, 2011, also streng genommen im letzten Sommer erschienen. Er heißt Muttersohn und es ist eines der opulentesten Bücher, das ich, glaube ich, in den letzten Jahren gelesen habe. Es ist eine Vielzahl wieder an Personal. Also in einer gewissen Weise ist er eigentlich wieder eher bei diesen früheren Werken, wo es eben eine riesige Menge an Personal gibt. Und an jeder Stelle wird noch was angebaut. Also manchmal erinnert mich der Roman ein bisschen so wie an die Barockschlösser am Bodensee, wo auch an jeder Winkel ist noch was und da entdeckt man noch was und da was. Und die großen Themen sind natürlich, ist in diesem Roman der Glaube. Es ist ein Werk, was sich ganz intensiv mit Religion beschäftigt, in den verschiedensten Spielarten. Die Hauptfigur Percy ist von einer Mutter geboren worden, die ihm gesagt hat, dass zu seiner Zeugung kein Mann nötig gewesen ist. Und Percy, der seine Mutter sehr liebt, ist bereit, ihr das zu glauben und so zu leben. Dennoch gibt es immer wieder ältere Männerfiguren in diesem Roman, die so eine Art Vaterersatz für ihn werden. Da gibt es den Professor Feinlein, der die psychiatrische Landesklinik leitet in Scherblingen, wo dieser Percy auf sehr eigenwillige Weise gegen die klassischen psychotherapeutischen Methoden versucht, an die Patienten ranzukommen. Sie schlafen zusammen in einem Schlafsack und rezitieren Mystiker. Dann gibt es weiter hinten im Buch, gibt es dann noch einen Modest Müller, so Sima, einen ehemaligen Schweizer Nationalrat, der immer Musiker werden wollte und jetzt eine Akademie für Unvollendete aufmacht, wo jeder, der mal Musiker werden wollte und gescheitert ist, nur noch Musiker werden kann. Es gibt sozusagen eine ganz schwarze Figur, den Ewald Kainz, der eingeliefert wird in diese Klinik, nachdem er versucht hat, sich umzubringen, der die gesamte Zeit schweigt, dessen Lebensgeschichte erfahren wir dann erst, als er jenem Percy einen Brief schreibt, der zerbrochen ist, der sich selbst ausgelöscht hat, weil er das Doppelspiel, also im Grunde das gleiche Motiv wie ihn in Philippsburg, das Doppelspiel, dass die Frau, die er wirklich tief liebt und mit der er seit 9 Jahren oder dann 9 Jahren verheiratet ist, dass er die dennoch betrügen muss. Und da finde ich, das sind einige der klügsten Sätze über dieses Paradox des Betrügens in der Beziehung, wo er sagt, ich begriff ohne Elsa, das ist die Ehefrau, war alles ein Unglück. Ohne Sylvie, das ist die andere auch. Sylvie immer wieder, Elsa immer.
Das finde ich die schönste, kürzeste Beschreibung des Betrügens, die ich, glaube ich, je in der Literatur gelesen habe. Und eben der löscht sich, wie interessanterweise alle diese Protagonisten, die männlichen, kommen ums Leben. Und das ist ja sehr interessant, weil Walser ja immer Wert darauf legt, zu sagen, wie nennt er es, er braucht einen weißen Schatten am Ende eines Romans. Also eigentlich ist er Happy End verliebt. Es muss immer besser ausgehen, als es im Leben. Als es im Leben ausging. Und das ist sehr interessant, weil auf eine komische Weise ist das, glaube ich, ein Happy End, dass diese vier Männer gehen müssen. Das Massensterben. Ist da auch am Ende. Das ist auch kein irgendwie gearteter feministischer irgendwas. Die Männer danken ab, sondern das ist so stringent, dass diesen Männern auf dieser Welt wirklich nicht zu helfen ist. Und deshalb, also ich finde das einen sehr, sehr, sehr ergreifenden Roman. Mhm, finde ich auch. Finde es auch ungeheuer bewegend, auch wenn dem Roman ja vorgeworfen wurde, er sei sozusagen eben nicht so komponiert. Aber ich finde gerade dieses leicht Wüste und Freie daran hat mich auch unwahrscheinlich, also mich hat der Roman auch unwahrscheinlich beeindruckt. Ich knüpfe an mit meinem Lieblingswalzer, das ist der Amerika-Roman Brandung. Brandung hat Helmut Halm, den Studienrat aus Stuttgart, den wir schon kennen, aus Ein fliehendes Pferd, nun als Romanhelden. Und er erhält den Anruf eines alten Tübinger Studienkollegen. Kannst du denn, uns ist da einer aufgefallen, für 4 Monate kommen in die Bucht von San Francisco nach Berkeley, kannst du ihn an unserem College da unterrichten? Und Helmut Halm macht das. Und das ist im Grunde ein Gegenstück zu Montauk von Max Frisch. Montauk spielt an der Ostküste. Das ist ein Westküstenroman. Und ich darf ein bisschen autobiografisch reden, warum mir das von allen Romanen Martin Walsers der liebste ist. Ich habe ja so über 10 Jahre als literarischer Übersetzer gearbeitet, viel amerikanische Literatur ins Deutsche übertragen oder zu übertragen versucht. Und in diesem Roman kommt ein Zug in Walsers Gesamtwerk hervorragend und schlagend evident zum Tragen, nämlich seine schlichte Benennungsfähigkeit. Ein Schriftsteller in meinen Augen ist jemand, der Sprache hat für Dinge, die andere eben nur mit Fingern anzeigen können oder in vielen, vielen Worten beschreiben. Und es gibt hier in diesem Roman ein wunderbares kleines Beispiel, da klingelt bei Helmut Halm 2 von den Zeugen Jehovas, die ihm ein Heftchen verkaufen wollen. Und es ist eine wunderbare kleine Szene, weil er nicht so, eben die sozialen Codes nicht kennt, nicht genau weiß, wie viel gibt man nun den Zeugen Jehovas in Berkeley und eigentlich möchte ich ja überhaupt nichts geben, Geld habe ich auch keins und so weiter. Aber es gibt ein Faktum, nämlich das, was laut Langenscheids Wörterbuch eine Fliegengittertür ist, das, was man im amerikanischen Alltag immer kennt, also ein Screen Door, eine Tür vor der Tür, die eben Insekten abhält. Und Walser findet da, als ich das 85 las, als Übersetzer hatte ich damit viel zu tun, findet eine Sprache dafür, wie nennt er das? Schnakentür. Und das ist kürzer und prägnanter und schlagender. Und ein amerikanischer Roman, der solche Realien enthält, der mir sagt, wie Amerika riecht, schmeckt, der mir eine sinnliche Erfahrung gibt, und zwar nicht nur für diese Realien, sondern eben überhaupt für die politischen Zusammenhänge, für die Atmosphäre an einem College. Das ist so gelungen in diesem Buch, dass ich es immer noch mit ganz großem Vergnügen betrete. Und da gibt es mal eine Neuigkeit auf dem Campus, nämlich eine College-Zeitung, die Headline hat Sex-Blind Admission. Denn bislang war die Quotierung für Frauen reguliert. Es durften nur 33% Studentinnen sein. Und jetzt ganz neu ist diese Geschlechterquote an der Uni aufgehoben. Und da merkt man erschreckend und erbleichend, von welchen finsteren historischen Zeiten dieser Roman überhaupt erzählt. Ja. Und Walser macht es grandios. Herr Lüdke, Ihr Liebling ist aber, obwohl Martin Little, wie war es doch gleich? Wood. Ja, und dann natürlich, genau. Es ist also die schönste Karikatur eines lebenden deutschen Literaturkritikers, die ich hier, also dieses Kleinkarierte, dieses Beckmesserische, das ist schlagend in diesem Roman. Ja, nachher. Aber Ihr Liebling ist ein anderer. Mein Liebling ist ein anderer, das hat aber ein bisschen kompliziertere Gründe. Ich sagte ja vorhin schon mal, dass ich Walsers Werk als ein Werk, im Wesentlichen die Romane, als ein Werk aus vielen Kapiteln bestehend betrachte. Und da schon mehr und mehr begeistert davon bin, wie stark er
ein Mikrokosmos und Makrokosmos ineinander verwoben hat, wie er dieses Yucatapoa County von Faulkner übernommen hat, an den Bodensee übertragen hat. Die Familie in Halm haben wir jetzt mehrfach erwähnt, Christlein, Zürn, Horn, die bewegen sich in dieser Umgegend, tauchen mal am Rande, tauchen mal da und dort auf. Das ist also auch eine gewisse Schwierigkeit, mich da zu orientieren. Und den springenden Brunnen, da habe ich nun nach der Vorgabe einen Roman. Das ist ja nun eine Art von Autobiografie. Es steht, glaube ich, kein Untertitel drunter, keine Gattungsbezeichnung drunter. Ich habe mich da für Mesmers Gedanken entschieden. Weil das meiner Ansicht nach, glaube ich, das radikalste Buch von Walser überhaupt ist. Ich habe die Originalausgabe leider nicht wieder gefunden. Ich habe sie nur hier drin und da sieht man nur blau in der Werkausgabe. Mesmers Gedanken ist Walsers Versuch, all das, was er beschreiben will, den Kampf um Selbstbewusstsein, dieses Erkämpfen, das Verteidigen, und auch das Fingieren von Selbstbewusstsein, das zu kondensieren und auf einzelne Sätze zu bringen. Er braucht keine epischen Zusammenhänge mehr, die er großflächig entwickeln muss. All diese Vorwürfe, die ihn so Leute wie Friedrich Sieburg gemacht haben, dass er Sprachgeröllhalden produzieren würde, die dann wild die Berge runterrasseln und unten den Kritiker erschlagen, zum Beispiel. Das ist da alles weg. Es ist unglaublich diszipliniert und es ist aber auch unglaublich substanziell Walser. Es ist alles, was Walser ausmacht, ist in diesem Mesmers Gedanken drin. Und den tollsten Satz in diesem Buch finde ich, und den muss man dreimal nachsprechen, brauchen Sie jetzt nicht zu machen, das kann man ja dann später machen. Mir tut die Commerzbank leid, bei der ich mein Konto gekündigt habe, so ist das. Punkt. Und dieser Satz hat, auch wenn er sich nur gerade über anderthalb Zeile erstreckt, finde ich eine unglaubliche Tiefe. Ich fand die Commerzbank ja immer ein bisschen flach, aber wenn Sie meinen. Also mir ist schwer gefallen, auch mich zu entscheiden. Ich war erst sehr für die Verteidigung der Kindheit, den ich nicht großartig finde, habe aber dann doch mich entschieden für Ein liebender Mann, den Goethe-Roman aus dem Jahr 2008. Einer von Walsers auch, glaube ich, erfolgreichsten Romanen. Und wir haben ja eben schon gesagt, bei Ein fliehendes Pferd, auch dieser Roman erscheint mir sehr, sehr durchkomponiert. Also sehr, sehr dann mit sich selbst auch wiederum streng. Die Geschichte ist historisch und daher natürlich bekannt. Also Goethe, gerade noch 73, befindet sich 1823 in Marienbad zur Kur und begegnet der Familie Levezow und wirft im wahrsten Sinne des Wortes beide Augen auf die junge Ulrike, die ist da gerade 19. Also der Altersunterschied, auch ein beliebtes walsersches Thema. Älterer Mann liebt junge Frau, 54 Jahre. Und was sich dann entspinnt, ist aber von einer solchen Sprachgewalt und auch einer solchen Komik. Also dieses Buch hat, finde ich, so viel Humor, gerade im ersten Teil, wie der Goethe und die Ulrike da miteinander flirten. Das ist so temperamentvoll und lebendig. Und wer Walser Lesungen kennt, weiß ja, wie das Publikum ihm wirklich zu Füßen liegt und wie viel auch gelacht wird. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt dieses Werkes, dass da ganz, ganz viel Humor drin ist. Und eigentlich ist das Thema natürlich, wie er Goethe irgendwann sagen lässt, lieben ohne geliebt zu werden, das dürfte es nicht geben. Es geht irgendwie um Alter, es geht um Würde, um die Frage, dass natürlich Gefühle keinerlei Schranken auferlegt werden können, gerade bei Walser nicht. Und dass auch natürlich, wie der Goethe dann irgendwie lächerlich wird, sich zum Heiratsantrag versteigt, der natürlich dem nicht entsprochen wird. Aber auch die Figur der Ulrike, die ist, finde ich, so toll gezeichnet, wie sie geschmeichelt ist und irgendwie aber auch natürlich ihn irgendwie auch liebt, nur vielleicht nicht so wie er sie. Und der Goethe in seiner ganzen Vitalität, das ist ein Buch, was ich wirklich unwahrscheinlich mag. Was wunderbar ist in dem Buch, was Sie vorgestellt haben, in Brandung und in Ein liebender Mann, ich hatte, als ich das las, einen unglaublichen Aha-Effekt, weil ich dachte, die Szene hast du doch schon mal bei irgendwem gelesen, dann fiel mir ein, bei Walser in Brandung, nämlich als Goethe noch tanzen, also er geht in so einen Tanzrausch hinein, fühlt sich noch mal vital und jung und es endet in einer
desaströsen Peinlichkeit, weil er hinfällt und ich weiß nicht, ich glaube, er bricht sich sogar das Bein oder also auf jeden Fall endet es komplett peinlich. Und dieselbe Szene gibt es in Brandung, wo Helmut Hallen mit dieser jungen Studentin, Fran heißt sie, glaube ich, Fran, in die er sich wie auch immer verliebt, mit der auch bei einer Studentenparty wild sich ins Tanzen reinbegibt und auch da haut ihn hin und er bricht sich irgendwas. Das zeigt auch, wie einzelne Motive, ich meine, zwischen den Romanen liegen immerhin 20 Jahre, ein bisschen mehr. Auch der Rivale hier, dieser braungebrannte Erfolgstyp. Der klassische Frauenopferroman, eine transatlantische Liebesgeschichte, die natürlich mit dem Tod der Frau enden muss, damit das Ganze zusammenkommt. Herr Scheck, deshalb habe ich ja auch Muttersohn. Das ist beim liebenden Mann nicht so. Aber wir müssen ja mal eine Qualität von ihm, von Martin Walser, schon ganz klar benennen, nämlich dass er zu Zeiten, wo andere ja nun also ihr literarisches Gnadenbrot verzehren und so gelegentlich von Literaturhistorikern mal freundlich wieder abgestaubt werden, sich als Autor wirklich permanent neu erfindet und da in das unentdeckte, unkartografierte Land geht. Beispielsweise der Beschreibung von Alterssexualität in Ein liebender Mann. Das finde ich überhaupt nicht peinlich, sondern unglaublich aufregend. Und das hat etwas einfach mit unserer gestiegenen Lebenserwartung zu tun, dass 80-jährige Romane schreiben, die man bislang so nicht gekannt hat. Wollen wir nicht mal versuchen, sowas wie irgendwie ein Fazit dieses literarischen Werks, was ja ständig noch größer wird, zu ziehen. Also einerseits bemerke ich, wir alle sagen, Walser ist sich immer treu geblieben. Das ist, glaube ich, irgendwie ein großes Thema. Und gleichzeitig irgendwie gibt es ständig Entwicklungen, die wir ausmachen. Was denn nun? Ist die Entwicklung darin, sich treu zu bleiben? Also gibt es zum Beispiel Phasen des Werkes, Herr Scheck, wo Sie sagen würden, boah, das Spätwerk ist eigentlich, das ist das Stärkste bei Walser. Oder kann man noch nicht mal das sagen? Naja, ich muss schon zugeben, dass natürlich die Zeitgenossenschaft, ich habe ja nun die Anselm Christlein-Trilogie nicht als Kritiker begleitet, die Zeitgenossenschaft prägt einen. Und insofern begeistert mich einfach, so wie die Entwicklung von dem späten Philip Roth mich begeistert, die Entwicklung von Martin Walser als Autor, dass der zu einem Zeitpunkt, das meinte ich ja nur, wo andere sagen, jetzt gehe ich mal schön in Rente und lass mich da feiern, nochmal wirklich auch ins Risiko geht. Denn bitteschön, einen Roman über einen modernen Jesus zu schreiben, über einen modernen Messias, das ist ja nun schon was. Die religiöse Kehrtwende, wenn man so nennen möchte, die sich nun andeutet, es ist ja auch ein Roman angekündigt. Das ist keine Kehrtwende. Ja, will ich auch nicht sagen. Oder vielleicht die Rückkehr dazu, jedenfalls eine auch über. Auch nicht. Das ist die Kontinuität, wenn Sie es denn meinen. Das sind überraschende Züge für einen Autor. Was mich nur an Walser umtreibt, und das meinte ich mit der, mir gingen die Augen auf bei Ihnen in Philippsburg für die Realität, in der ich mich befinde. Ich spreche jetzt vom politischen Essayisten beispielsweise, vom Redner in der Paulskirche, Friedenspreisrede. Es geht darum, Dinge zur Sprache zu bringen, zu verhandeln, die im journalistischen Diskurs nicht verhandelbar sind. Und das ist natürlich mit enormen Gefahren verbunden. Ja, wir haben überhaupt noch nicht von Martin Walser, dem Propheten der deutschen Einheit, gesprochen. Wir haben nicht davon gesprochen, dass Martin Walser zwischen 70 und 80 im Grunde der vordere Anwärter für den Literaturnobelpreis war. Auf jeden Fall der erste deutsche Autor seiner Zeit und dass er das alles zu verlieren drohte. Durch die Pause. Durch eine Welle des Irrsinns, wie sie wieder über dieses Land hinweggebrandet ist, wie wir das offenbar alle 3-4 Jahre erleben. Egal, ob wir diese Welle des Irrsinns, die Affäre um Kiesling oder die Paulskirchenrede oder sonst was nennen, diese Reinheitsfanatiker, dieses zutiefst alliterarische in unserem öffentlichen Diskurs, dass wir nicht problematische Quellen oder Diskurse führen können, dass wir nicht sagen können, Moment, hier versucht jemand etwas zum Ausdruck zu bringen, was sehr heikel ist und was sehr problematisch ist, aber es ist der Versuch, der zählt. Und man kann jetzt anderer Meinung sein, aber dass wir überhaupt nicht aushalten, dass das benannt wird, sondern dass wir immer noch so eine Art Volksheim erwarten für bestimmte Themen. Und jeder, der nicht der Meinung ist, dass 19% Mehrwertsteuer das Richtige ist und einer, der sagt, es könnten auch 18 sein, den muss man an den Rand stellen und aus dem demokratischen Diskurs ausgrenzen. Wir haben es jetzt wieder erlebt mit Christian Kracht und Imperium. Genau. Das ist also immer mal wieder, wird der Literaturbetrieb in Deutschland kollektiv schwachsinnig. Das hat Martin Walser mehrfach erleben müssen. Da ist natürlich die Gefahr, dass Walser sein Grundcredo, ich glaube, der Satz kommt in Muttersohn auch vor, mehr ausdrücken, als man sagen kann. Und unser öffentlicher Diskurs ist natürlich so inzwischen ja darauf festgelegt, dass das
Also das, was Walser Meinungssätze nennen würde. Also dass das was ist, was volkspädagogisch abgesegnet ist, was man irgendwie unterstreichen und umrampen kann. Und dann ist es so. Und ein anderer berühmter Walser-Satz, dass er sich nichts glaubt oder kein Satz ist wahr ohne sein Gegenteil. Das macht ihn natürlich, also Walser steht da ja nie als, also ich musste sehr lachen, als ich jetzt bei Überrechtfertigung sein Gauk abwatschen las, wo er sagte, also der stellt sich vorne hin, dem sehe ich an, der fühlt sich gerechtfertigt und deshalb kann er als guter Mensch predigen. Und der Walser kämpft mit sich und steht da und ich, armes Schwein, fühle mich nicht gerechtfertigt und muss trotzdem versuchen, alles auszudrücken, was in mir da seit eben mittlerweile bald 85 Jahren miteinander kämpft und ringt. Und das macht es natürlich schwierig, wenn dann die Meinungsmaschinerien losgehen, wo dann ein einzelner Satz rauskommt, der wird dann auch noch irgendwie verschärft. Walser hat zum Teil sein Übriges beigetragen, indem er dann in Interviews auch noch Verkürzungen selber geliefert hat, die nicht besonders klug waren. Aber das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass ja auch literarische Schriftsteller heute immer mehr in den öffentlichen Diskursen, wenn sie sich in gesellschaftliche Debatten einmischen, gezwungen werden, in eben sozialpädagogischen Floskeln zu reden. Aber wo ist die Schwierigkeit? Auf der einen Seite stehen Bodo Strauß, stehen Martin Walser, stehen Günter Grass. Der hat ja selber erlebt, Bodo Strauß. Das meine ich ja. Und auf der anderen Seite stehen die Kommentar-Wix-Maschinen, wie Max Gold das mal sehr treffend nannte, die Tugend-Talibans und die Maschinen der politischen Korrektheit. Also da kann man sich leicht dazwischen entscheiden. Na, aber haben Sie, also wenn man jetzt an die Paulskirchenrede zurückdenkt, 98, gab es da nicht, also bei Ihnen gab es keinen Moment der Irritation zum Beispiel. Also ich finde eben auch, dass dieses letztendlich diese eindeutigen Sätze, die dann eben nie auskommen, ohne dass sie entweder nochmal ins Gegenteil nicht unbedingt verkehrt werden, aber dass alles ausgedacht wird und ausprobiert wird, auch sprachlich. Und dass dann eben doch, Walser ist ja auch also es möglich macht, dass man diese unterschiedlichen Lesarten hat. Er legt es ja an. Es ist ja nicht irgendwie etwas, was ihm zufällig passiert, sondern das ist eben halt alles da. Damit sind wir doch, genau, damit sind wir bei der DNA des Walserschen Werkes. Ja, jetzt kann man behaupten, Moment mal, das ist sowas wie ein Windspiel, wo die Sprache nur hindurchgeht. Nee. Das glaube ich nicht, sondern wir haben es hier mit, im emphatischen Sinne mit einem Dichter zu tun. Das ist kein Orakel, der aber diese Janusköpfigkeit, die des eines Teils anderen Teils enthält, der aber nicht zündelt, der nicht irgendwelche Molotow-Cocktails wirft, mal sehen, irgendeinen wird es schon treffen, sondern ich habe heute noch mal die Friedenspreisrede gelesen. Und es ist doch ein unglaublicher Terraingewinn des Sagbaren, was hier gemeint wird. Aber ich behaupte, die tagespolitischen Aufgeregtheiten, die von diesem Text ausgingen, dazu ist er viel zu komplex, als dass der in den ersten 2-3 Tagen tatsächlich verstanden wurde. Aber so lange wurde ja nicht gewartet. Ist ja auch das Problem. Ich sehe bei Walser noch eine zusätzliche Fähigkeit. Walser ist eben nicht nur Dichter, sondern Walser ist auch ein unglaublich gebildeter Dichter. Das haben wir ja so mehrfach, hat es hier am Rande jetzt auch herausgestellt. Und er ist ein analytischer Kopf. Der kann Sachen verbinden, die ganz wenige Schriftsteller verbinden können. Nämlich analytische Klarheit und Sinnlichkeit. Und kann dadurch auch ein Terrain ausloten, was außer ihm, ich wüsste keinen zweiten deutschen Schriftsteller, der das in dem Maße kann. Der zentrale Begriff für mich bei Walser ist die Erfahrung. Richtig. Und wenn man sich, er hat ja verschiedenste Texte, Reden zu Auschwitz geschrieben, gehalten, das geht ja schon 1965 los mit Unser Auschwitz. Und im Grunde in jedem Jahrzehnt hat er einen zentralen Text dazu geschrieben. Und seit 65 geht das Leitmotiv durch, wir können uns noch so viele Bilder anschauen, wir werden keine Erfahrung mehr davon bekommen, was das wirklich hieß. Das Leid auf der einen Seite und das Grauen auf der anderen. Oder die Bestialität auf der anderen Seite. Und in Unser Auschwitz von 65 macht er ja den Punkt ganz stark, dass er sagt, also diese Bestialisierung als Monster, Teufel, Satan, sonst was, der Täter, die wir hier erleben, auch medial vor allem, das rückt das von uns weg. Und er sagt ganz klar, wir dürfen das nicht von uns wegrücken. Und da in seiner noch nicht, wie soll man sagen, Deutschland-Sehnsuchtsphase hat das noch ein bisschen einfacher, weil in diesem ersten Text über Auschwitz kann er noch sagen, also er hat den Verdacht vielleicht, den Schrecklichen, dass in Auschwitz etwas Deutsches zum Ausbruch gekommen ist. Und er sagt sich aber selber, nun fällt es mir allerdings immer schwer, das Deutsche in meinem Wesen aufzufinden. Da kann er sich noch vom Leib halten. Aber so ungefähr in den 70ern,
wo seine Texte, wo er ja wirklich einer der allerersten war, der sagt, ich habe diese Sehnsucht nach Thüringen, ich will nach Weimar fahren, ich will in Leipzig ins Theater gehen können, wo er dieses Gesamtdeutschland wirklich am eigenen Leib gewissermaßen spürt und das Fehlen, den Mangel wieder spürt, dass dieses Deutschland zwei Teile hat, da wird das natürlich zu einem riesigen Problem. Also ja, aber deshalb hält er ja dann und das finde ich, zeichnet ja auch schon diesen unser Auschwitz-Essay aus, an dem Begriff der Nation emphatisch fest, weil er sagt, wenn wir darauf verzichten, dann hat sich die DDR sowieso schon exkulpiert, genau. Ist die Verantwortung für Auschwitz ins Nichts abgeschoben. Ja, dann haben wir da Teufel am Werk, dann haben wir Dämonen und verantwortlich ist etwas, was es ohnehin nicht mehr gibt. Aber die Friedenspreisrede, die Paulskirchenrede, versucht ja etwas anderes zu thematisieren. Nämlich den Versuch von Intellektuellen, meinetwegen sogar Geschichtslehrern oder sowas, die durch die Präsentation von Holocaust, von Auschwitz, von Filmausschnitten, von Fotografien, durch die Beschäftigung, sich selber als heutige Intellektuelle näher an die Opfer schieben wollen als an die Täter. Genau, und das versucht er zu analysieren. Das geht nicht. Das sagt er ganz klar, das wird aber nie das gehen. Die Aneignung des Martin Walsers vervollständigen wir vielleicht zuletzt mit einer Art Übung. Lieber Herr Lüttke, vervollständigen Sie den Satz. Denk ich an Walser in der Nacht? Dann hat er mir vor allem Freude gebracht. Oh. Sehr schön. Naja, schön. Frau Dorn. Also, ja. Mitten in der Nacht. Also eigentlich müsste man ihn schon so vervollständigen, wie es der Vorgänger mal getan hat. Aber das wollen wir jetzt heute Abend nicht. Ja, stimmt doch. Würde ich sagen, ist es ganz schnell morgens 8. Naja. Freue ich mich über den, der zuletzt lacht. Der Reimklipper. Ja. Oh, das ist ja alles nicht alles so besonders. Nicht für Marbach, nein. Ja. Ich halte mich an das Original, weil das nämlich so schön walsersch klingt. Bei Heine nämlich heißt es zum Schluss, es kommt mein Weib schön wie der Morgen und lächelt fort die deutschen Sorgen. Wir danken Martin Walser für seine Produktivität und seine Bücher, aber hier und heute danke ich vor allen Dingen Thea Dorn, Martin Lüttke und Dennis Scheck. Und wir. Wir danken Ihnen. Die Bücherliste zu dieser an Büchern wie immer reichen Sendung bekommen Sie wie gewohnt beim SWR Zuschauerservice, Stichwort Literatur im Foyer, 76522 Baden-Baden. Oder aber Sie rufen sie im Internet ab unter www.swr.de/literatur-im-foyer. Und da können Sie sich diese und andere muntere Sendung auch gerne noch einmal anschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann hatten Sie hoffentlich frohe Ostertage. In 2 Wochen unterhalte ich mich mit Michael Ondaatje über seinen neuen Roman Katzentisch. Und bis dahin verabschiede ich mich natürlich mit einem Zitat von Walser. Kommt jetzt fast alles vor, was wir gesagt haben, aus dem aktuellen Buch über Rechtfertigung. Wenn ich gefragt werde, wie das bei mir sei mit dem Schreiben, sage ich meistens, mir fällt ein, was mir fehlt. Oder ich sage, meine Muse ist der Mangel. Allerdings sage ich gern dazu, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Dieser Satz ruht sich, wenn er gesagt ist, aus. Zu sehr. Es fehlt, dass auch nichts ohne das Gegenteil des Gegenteils wahr ist. Auf Wiedersehen.